Christina Spreere, Spreere darf ich so natürlich überhaupt nicht mehr sagen. Da kriege ich zu Recht Ärger, denn sie hat geheiratet, längst, und heißt Christina Bröhring Spreere. Mit ihm führt sie die Weltrangliste ein. Desperados. Der Hannoveraner von De Niro, aus einer Wolkensteinmutter gezogen, von Herbert Schütt, im Besitz des Gestüts Spreere. Ja, das war nicht ganz einfach. Sie hat den Hengst bekommen und die halbe Welt, darf ich mal sagen, hat Bedenken geäußert. Wird sie das hinkriegen? Aber sie hat es hingekriegt. Sie hat sich da auch wirklich durchgebissen. Klingt so negativ, so meine ich das nicht. Aber sie hatte da schon auch Durchhaltevermögen. So will ich es vielleicht mal sagen. Ja, und ihr erstes gemeinsames Championat war gar kein Championat im Grunde. Das waren nämlich die Olympischen Spiele 2012 in London. Mit Team Silber kamen sie nach Hause. 2014 sind sie Mannschaftsweltmeister geworden. 2013 dazwischen hatten sie sich auch den Europatitel mit ihrem Team gesichert. Ja, und die Krönung war, glaube ich, für dieses Paar zunächst die erste Einzelmedaille in der Normandie, Bronze, und dann zweimal Einzelsilber bei der Europameisterschaft in Aachen. Auch für ihn der erste Start im Grünen. Letzter Start von ihm, von Desperados, das war Dortmund zu Beginn des Märzes. Ja, mit Blick auf die Olympischen Spiele, die olympische Saison, ist er früher ins Decken gegangen, aber auch dafür etwas früher hat er aufgehört, damit er sich jetzt wirklich auf den Sport komplett konzentrieren kann. Gott, sieht das schön aus. Super harmonisch sitzt sie da in ihm drin, wie angesaugt, und er tanzt unter ihr. Das klingt ja fast kitschig, aber genau so ist es. Ja, der Übergang Passage Piaffe nicht optimal geglückt, aber in der Piaffe hat sie dann gut wieder zum Takt gefunden. Mensch, guck mal, das erste Outdoor-Turnier und der ist hier ganz cool, ganz relaxed. Zack, sofort da, die Passage mit viel Ausdruck. Klasse. Die erste 10 für die Piaffe. Die erste 10 dieses Tages, die erste 10 auf diesem Turnier.
Sie scheint sich pudelwohl zu fühlen, sonst würde sie nicht dieses hohe Risiko eingehen. Ups, da war ein vor ihr. Da war er, glaube ich, einen vor ihr. Ich meine, da waren 5er drin. Super, super. Also wenn man sagen kann, dass eine 8 den Schnitt drückt, dann ist man schon auf einem verdammt guten Weg. Mehr Lastaufnahme in der Pirouette, das geht nicht. Ganz kontrolliert raus. Mann, Mann, Mann. Klasse Runde. Na, na, schön das Gleichmaß behalten. So. So. Klasse, nochmal der Übergang. Na Himmel nochmal, wie startet sie hier in die grüne Saison? Das war wirklich eine irre Runde. Einen Galoppsprung hat er ihr gemopst sozusagen in den Zickzack-Galopp-Traversal. Aber ansonsten war das schon mit Highlights gespickt, diese Runde hier von Christina Sprehe. Bröhring-Sprehe, sage mal, das darf ich aber heute nicht nochmal, wir versuchen es nochmal. Christina Bröhring-Sprehe und Desperados FRH mit einer irren Runde. Und jetzt bin ich kein Prophet, wenn ich sage, das war ganz sicher der Siegesritt des Tages hier. Zweiter aber ganz sicher, Cosmo mit Sönke Rothenberger, vor Imperio Hubertus Schmidt, vor Uni Jessica von Bredow-Werndl, dann Dom Perignon mit Anna Karlsbrutzak und erneut auf Platz 6 dann eine deutsche Kaderreiterin, nämlich Annabel Balkenhol und Dublino. Da kann doch die Cheftrainerin Monika Teodorescu, glaube ich, sehr zufrieden in sich hineinschmunzeln. Eine irre Runde und wir haben das Ergebnis, Sie sehen das, 82,78. Der Sieg für dieses wunderbare Dressurpaar. Und das war's hier vom Grand Prix der Spezialtour. Denken Sie nicht, dass wir schon fertig sind. Hier geht's noch weiter bei Horses and Dreams, nämlich mit einer ganz, ganz schönen Prüfung der Interkür von den besten Amateuren von den 10 Besten, die sich über den Ankommer Dressur Club hier qualifiziert haben. Also, wir sind natürlich jetzt auch gleich hier noch dabei bei der Siegerehrung und dann geht's weiter mit der Kür von den Amateuren. Hinter der Ferne, 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 der